Du, ich habe jetzt vor kurzem das erste Mal Knotschi gegessen, ne? Schmeckt ganz gut, muss ich sagen. Du sagst wirklich Knotschi? Ja, Knotschi. So spricht man das aber nicht aus. Wieso, wie denn? Ich sag immer Gnocchi. Bist du dir sicher, oder was? Ja, ich glaube schon. Ja, keine Ahnung, ist aber auch unwichtig, oder nicht? Ja, viele nervt es an, wenn man das so ausspricht. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, gegen Lasagne kommt nichts an. Ne? Machst du das mit Absicht, oder was? Lasagne? Sag mal, was kritisierst du mich denn hier die ganze Zeit? Ich kritisiere dich nicht, aber mir fällt das halt auf. Was fummelst du da eigentlich rum, sag mal? Ich brauche ein neues Parfüm, deswegen. Was für ein Parfüm benutzt du denn im Moment? Keine Ahnung. Weil ich würde mir dann eventuell auch ein neues holen. Ich habe jetzt jahrelang das gleiche Parfüm benutzt. Kannst du es bitte lassen, Parfüm zu sagen? Sag mal, was hast du denn heute mit mir? Mich provoziert das einfach die ganze Zeit indirekt, wenn du so komisch sprichst. Dann lass dich davon auch einmal nicht provozieren. Oh, durch diese Aussage fühle ich mich auf einmal nicht mehr provoziert. Du, mal ein anderes Thema. Ich habe jetzt wieder alte Musik für mich entdeckt. Echt, ja? Ich höre jetzt gerade ein bisschen Nirvana, Kurt Cobain. Das war schon echt ein guter Künstler, du. Kurt? Ja. Der heißt doch nicht Kurt Cobain, sag mal. Natürlich, das steht doch hier. Da steht Kurt, ja. Aber das heißt trotzdem Kurt. Ja, ich habe schon immer Kurt gesagt. Ja, dann muss es ja richtig sein. Ja, man kann ja auch Kurt sein. Ja, und was sagst du zu George Washington? Sagst du da Georg Washington oder was? Nee, doch nicht Georg. Ich nenne ihn Georgie Washington. Georgie. Ja, Georgie. Du willst mich schon mit Absicht provozieren, oder? Mann, hör auf jetzt. Ich rede doch ganz normal. Mhm, mit Sicherheit, sag mal, ja. Bevor ich das vergesse, hast du noch diesen lila Hoodie von mir? Hallo, den lila Hoodie. Hast du den jetzt noch? Jetzt sag mir bitte nicht, dass du lila statt lila sagst. Ja, du weißt doch aber, was ich meine. Guck, wie das Wort geschrieben wird. L-I-L-A. Ja, richtig, lila. Und warum nimmst du da noch ein zweites L dazu und machst aus der wunderbar klingenden Farbe lila? Lila? Was soll das? Sag mir, wo du das zweite L hernimmst. Du meinst das dritte? L-I-L-A. Das sind ja schon zwei L. Ja, dann halt das dritte L. Ich will noch fix raus mir ein Vanilleeis holen. Willst du auch eins? Willst du auch ein Vanilleeis? Es heißt Vanille, nicht Vanille. Willst du jetzt ein Eis oder nicht, Mensch? Erst, wenn du es richtig aussprichst. Nee, das werde ich nicht machen. Du sagst jetzt auf der Stelle Vanille. Nö, hab ich keinen Bock drauf. Okay, okay, okay. Eine letzte Frage, um das ein für alle Mal zu klären. Was kommt Wie jetzt? Sprichst du das hier aus? Ich sag Nike. Das ist ja interessant. Und du sagst bestimmt Nike, oder? Naja, Nike. Nee, reicht mir so langsam. Du kannst dich melden, wenn du Wörter vernünftig aussprichst. Hab ich keinen Bock mehr drauf. Na, ist er weg? Ja, der ist gerade aus der Tür. Dass man ihn auch immer so leicht auf eine Palme bringen kann, nimm mir den Wörter hin, du. Ja, jetzt können wir wenigstens entspannt zocken. Ja, ist so, der bleibt erstmal eine Weile weg, du. Sag mal, was hast du denn heute mit mir?